Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Road 96. In der letzten Folge haben wir uns mal wieder ein bisschen mit Stan und Mitch gecatcht, sozusagen, aber haben ihnen auf jeden Fall mal geholfen, so ein bisschen rauszufinden, wann ein Attentat auf die Sonja stattfinden soll. Und jetzt bin ich gespannt, was diese Folge passiert. Wir haben noch 1982 Kilometer bis zur Grenze. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach direkt rein und gucken mal, was passieren wird jetzt offenbar in der Nacht. Zumindest mal so dem Helligkeitsstatus nachzuurteilen. Na, den kennen wir auch schon. Hey, Homegirl. You're wondering what I'm doing. Just hacking into Super Supper to give everyone in Petria a free burger? Those capitalist pigs need to spread a little wealth around. What about you? Hast du Burger gesagt? Dang, girl, you hungry. Been on the road a while now, huh? Well, guess I'll get back to hacking this Burger Megacorp. You should take a snooze on that gnarly pillow behind you. Gonna need energy for the road. Ja, wir brauchen ein bisschen Energie, deswegen haben wir hier auch direkt schon mal was zu essen. Das würde ich auch gerade mal zu mir nehmen, so. Dann haben wir jetzt, glaube ich, das erste Mal, seit ich mit dem Spiel überhaupt angefangen hatte, mal volle Energie. Da oben läuft ein bisschen Fernseher, der Bus ist klein, sagen wir mal. Aber ich glaube, so viele Reisende gibt es hier auch gar nicht. Aber dann schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir uns jetzt ein bisschen schlafen legen. Oh, das hat gut getan. So kurz mal eine Stunde die Augen zugemacht. Und schon wieder fit. So. Ja, ne, die Proteste werden auch immer heftiger, ne? Never seen anything like it in all my 14 years. How do they make you feel? In all meinen 14 Jahren. So, wir haben jetzt gesagt, weil die Umfrage jetzt nicht ausgeglichen war, zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber so müsst ihr vielleicht mal reinschauen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir so ein bisschen auf die Wahl quasi gehen, ja, um das Land insgesamt zu verbessern. Ich glaube, das ist immer ein guter erster Versuch. So Rebellion natürlich auch bei so einem autokratischen Regime, keine Frage. Aber ich würde jetzt trotzdem mal in Richtung Wahl gehen und deswegen hoffe ich nur, dass es gut ist für Flores. Ja, könnte gehen, either way, I guess. Politics are hyper complicated. Alex, you there? I'm here. Netter Computer. Also so, ich meine, die Dings sollten vielleicht mal wieder ausgetauscht werden. Wie heißen die denn? Diese Verbindungsstücke zwischen der Tastatur und dem Bildschirm, so, die sollten vielleicht mal wieder ausgetauscht werden. Weil das wackelt schon ein bisschen krass. Ist aber vielleicht auch dem Comic-Stil geschuldet. Aber deswegen netter Computer. There's a receiver inside. Not bad, right? Built it myself. Is it safe, Alex? Totally safe, Mr. Ursus. Like always. Mr. Ursus? He's a friend. I'm helping him in his club in exchange for info. Was sind das für Infos? Info on my bio parents. They were in his club too. I'm about to switch on the you know what, Alex, and I need to know if there are any you know what in the area. Das ist doch John, oder? Ja, es ist schon cool, dass du ihm hilfst. I'm gonna level with you. Maybe it's stupid to do so, but I feel like I can. Mr. Ursus has an illegal radio, and he wants me to check on the cops to see where they are. I heard that, Alex. Arbeitest du für die Brigaden? Als ob das jetzt nicht offensichtlich ist, oder? Guess the cat's out of the bag. Sorry, Mr. Yu. Can't help you today. Too busy trying to make it rain beef. Vielleicht kann ich ja helfen. No worries, because homegirl here on the bus can. Don't worry, yo. It's simple. Even an adult could do it. Go ahead. Turn the scanner on. So ist sogar ein Erwachsener könnte das machen, okay. Wir schalten meine Scanner an. Mal gucken, was passiert.
Also ich glaube, wir müssen die jetzt einzeln durchschalten. Sag mal, fehlt da etwas? Whoops. Total cerebral flatulence. Forgot the bats. Here. Patria Energy. Batterien. Just gotta put them in the right way. No sweat. Ja, wir sind richtig rum. So rum, oder? Now we gotta check the amplifiers. Ich gucke immer auf das kleine Symbol, ehrlich gesagt. Das ist ja ein super kompliziertes Radio. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich Radio hören wollen würde, sowas machen würde, dann würde ich kein Radio mehr hören, glaube ich. Wobei, das ist ja, ja gut, das ist ja ein Funkgerät, ne? We need to listen far. So we'll activate just about all of the amplifiers. Sag mal, der hat das ja überhaupt nicht. Was, 8 Volt? Dann machen wir hier mal 3. Dann sind wir hier bei 7 und 8. So. Ja, okay. By the way, Mr. Yu, when are you gonna tell me more about my parents? That's part of the deal. About that, Alex. Yeah? We'll talk soon. Promise. You say that a lot. So, jetzt mal gucken, wann wir hier mal ein Signal finden. Ich schalte es einfach mal systematisch durch. Yo, you're picking something jetzt. So, das ging auch schnell. You copy? Alver. Unit 8 here, camped outside the gas station. Nada for now. Over. Keep looking. You got donuts? Alva. Coast is clear, Mr. Yu. They're still at the old spot. Broadcast away. An welcher alten Stelle denn? Yeah. Mr. Yu finds spots where he can do his little radio show. You should hear his radio voice. Cracks me up, man. Thanks, eh? And, Homegirl, beside A, and Alex, make sure you reach out to your mom, okay? I'm sure she misses you. Sure, whatever. Thanks, Homegirl. Here, for your help. Alex on the road. Ich würde die eigentlich gerne alle mal anhören. Time to give the citizens of Petria free beef. And boom! Trojan horse is down. Well, at least 347 people got free burgers. I can live with that. Next stop coming up. Soll ich jetzt weiterfahren? Komm, ich fahre mal noch ein Stück weiter, oder? Richtung Grenze. Oh well. This is where I get off. Stay fresh, homegirl. And good luck out there. Na okay, schade. Aber dann kommen wir wenigstens der Grenze ein bisschen näher. Jetzt haben wir noch... Oh, wir kommen der Grenze ein ganz schönes Stückchen näher. 799 Kilometer bis zur Grenze. Ja, cool. Aber dann haben wenigstens ein paar Leute einen freien Burger bekommen. Ich hoffe, meiner kommt auch noch an. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ich meine, ob da ein Automat steht oder sowas, den man hacken kann. Weil ich glaube, so ein Angestellter wird ja trotzdem dann jetzt nicht gehackt werden, oder? Also, aber gut. So viel haben wir jetzt über den Alex nicht rausgefunden, aber war ganz nett, also dass wir da auch ein bisschen mal jetzt, ich finde es cool, wie sich die Geschichten so ein bisschen überlappen dann auch die ganze Zeit, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie Alex da reinpasst, ob das vielleicht Connys Sohn ist oder sowas, ich weiß es nicht. Fanny war ja die Adoptivmutter sozusagen von Alex und vielleicht war Conny die richtige Mutter. Müsste man mal abwarten, ne? Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was auf der nächsten Etappe unserer Reise passiert. So, richtig passend werden wir mitten im Nirgendwo abgeworfen. So macht man das mit Kindern. Ah, okay, wobei, gut, hier hat es ein Hotel.
Nichtsdestotrotz, also mal, ich weiß jetzt nicht. So, irgendwas wird hier wieder gesendet, offenbar. Zumindest war da mal... Ah, ja, natürlich. Ist Sonya wieder am Start, ne? I've seen that face before. Ja, mal gucken, wo Sonya rumhängt. Oder ob die vielleicht sich hier jetzt einfach nur kurz eingemietet hat. Hier können wir auf jeden Fall schlafen. Wenn wir kein Geld haben für ein Zimmer, was ich fast schon glaube. Aber wir haben ja auch noch ziemlich viel Energie. Also vielleicht können wir diesmal wieder kostenlos über den Berg steigen. Oh, hier ist niemand. Offenbar auf dem Klo. Vielleicht gab es was Schlechtes zum Mittagessen oder sowas. Hier ist auch niemand. Da ist zu. Und hier sieht es auch aus, als wenn da niemand wäre. Was können wir denn hier machen? Achso, das ist wieder hier. Rufen Sie 96112 an, wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigade haben. Das war eine blöde Frage, aber könnten wir das auch machen? Also, nicht, dass ich das machen möchte, aber... Jetzt mal ein bisschen vandalieren. Aber wäre mal interessant zu wissen, ob wir da auch anrufen können und dann auch Geld kassieren. Nach Geld suchen. Schauen wir mal. $3. Sehr gut. Hier sind verrottete Lebensmittel. Die brauche ich jetzt nicht essen. Ich glaube, die schaden uns mehr, als dass sie uns gut tun. Oh, ich glaube, hier draußen kann ich gar nicht so viel machen. Dann gehe ich einfach mal rein zur Rezeption. Oh, thank God you're here, kid. Was? Warum? Was meinst du? You saw that beautiful limo out there, right? That's Sonya's. Na und? You gotta deliver that champagne up to her. Do that, and I'll give you a room and at a discount. Warum nicht du? I do it myself, but it doesn't seem classy. And I fired room service last week. They were doing inappropriate things to the food. ja, komm, machen wir mal. Of course you will. Ugh, now grab the bottle and get going. Sonya doesn't like to wait. She'll go. Karte für Motelmitarbeiter. The elevator's at the end of the hallway. She's in room 307. 307, okay. Können die Gläser umfallen? Nee, ich glaube, die stehen stabil. Aufschließen. Ah, ein Rubbellos, cool. Ja, mega, gleich ein doppelter Gewinn eigentlich, ne? Also einmal senkrecht, einmal waagrecht. So, Flores brauche ich nicht vandalieren. Hier kann ich mal das Schloss knacken noch. Na komm. Oh, dann können wir mit dem Auto weiterfahren. Ja, das mache ich mal. Und komm. Die nehme ich mit. Die wollen wir sammeln. So, und hier kann ich noch einmal vandalieren. Mal sehen, wie sie sich entwickelt. Ich glaube, das letzte Mal hatte er noch 66% oder so, der Präsident. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt mit den Wahlergebnissen. So, was haben wir hier? Ah, Radio Broadcast, okay. Hochgehen. 2500 Euro Reward, wenn man den meldet. You're a loser and no one knows you. It's perfect. Yes, Sonya. And don't blow this. Yes, Sonya. Hallo, Sonya. Jesus Christ. Finally. Put it on the table and get the hell out. Also, das ist ja schon eine unglaublich unfreundliche. Hey, you ever take photos? Klar. Not that kind, perv. Just get behind the camera and I'll explain. Chop, chop. Habe ich da eine Wahl? No. No, chop, chop. Aber die muss schon, also ich meine, die arbeitet ja jetzt so viel mit Kindern irgendwie. Also ich meine, wir haben ja schon mal ein paar Mal was für die gemacht. Also ist irgendwie schon... Weißt du, aber sie hat so einen richtig unangenehmen Charakter irgendwie. So, außer dieses eine Mal, wo sie kurz ein bisschen Schwäche gezeigt hat, nenne ich es mal, hat die echt einen eigenartigen Charakter, also echt ein bisschen nervig. So, wir verwenden mal die Kamera. Okay, here's the scoop. I've sent Adam,
my driver, to meet two members of the Black Brigades in the warehouse across the street. While he talks, I want you to take photos. Got it? Warum machen wir das denn? Because no one's photographed their leader before. It's gonna be a huge story. Okay. Down here. You see me? Of course we see you. Adam, bitte lächeln. Incredible. What do I do if they start asking questions? You keep that trap shut. The kid and I'll tell you what to say through the earpiece. Now we wait. Kid, you got any questions? Any at all? Now's the time to ask. Was halten Sie denn so von den Demonstranten? Well, you can't deny they killed hundreds in 86. Extremismus wird hoffentlich unter Flores aussterben. Yeah, the world is more complicated than you think, Sugar. Na gut, etwas später. 1000 Jahre später. Can I pee, Sonja? It burns. For the 100th time, no! Oh, guck mal, da kommt jemand. Sie sind hier, Adam. Okay, I'm going in. Hey there, guys. Hey there, guys. Jesus Christ. Evening, Thelonious. Was, Thelonious? Was für ein schrecklicher Name, Alter. Sweetie Pie, take a photo. Oh, eigentlich will ich das gar nicht machen. Na gut, komm. This better be good, Thelonious. Was, also warum sind die überhaupt gekommen? Was, wie haben sie dazu gebracht, herzukommen? We baited them. Thelonious there supposedly has important info. Mhm. Adam, we can't see you. You gotta make them move. Guys, can we go somewhere else? The Feng Shui is off here, right? You're a very strange man. I got a bad feeling about this, R. Relax. We're looking for info on where Nice. With that kid Alex's help, maybe we can take him out. Sir Thelonious, what can you tell us about Tyrek? Okay, honey buns, think fast. Numbnuts needs our help. Eine neue Pumpe geht in Betrieb. There's a new pump. Tyrek will be there for the grand opening. Yeah. Surrounded by dozens of secret service. That can't be the only thing you have to tell us. Sag, dass du gehst. Why'd you say that? You know what? I'm out of here. I don't trust you guys. Whoa, whoa! Let's stay cool. Oh, oh. Das wird langsam ein bisschen gefährlich. Oh, Adam's a trooper. He'll be fine. You're not going anywhere. Tim. He's got an earpiece, R. We need to go. No, we go on the roof. It's time for a more serious discussion. Vor allem Adam kann ja halt nichts dafür, ne? Also ich meine, Sonja ist ja die ganze Zeit. Was sollen wir machen? Ne, wir müssen die Polizei rufen. Oh, shut up, kid. Just keep taking photos. Whoever's listening, I sure hope your friend knows how to fly. Oh oh. Das sollte man. Komm schon, bitte lass ihn gehen. You idiot! Over there, R. At the window. We see you, kid! She's got a camera. I'm gonna count backwards from five. If I get to zero and don't have the camera, Thelonious goes over. Got it? Don't you dare give him the camera, honey bunny. That's my story. Five. Alter, Sonja, du musst echt deine Prioritäten regeln, aber ich glaube, Adams Leben ist schon wichtiger. Good choice, kid. Grab the camera, Tim. We're getting out of here. What did you do? Also, sorry, aber
Also, das Adams Leben ist doch wohl mehr wert als deine komische Story, oder? And to think I was gonna make you a junior producer? Mm-hmm. Oh, hi, Adam. Hope you're happy with yourself for ruining the story. Sorry, Sonya. Get out of here, sugar. For I tell the cops there's a missing teen in my room. Oh Mann, also die Sonja, die muss echt ihre Prioritäten klären. Also ich meine, kann ich jetzt zuhören? Kann ich sonst noch wo zuhören? Ich glaube, das ist Jared. Ich weiß auch nicht warum. Ja, da stören wir mal nicht weiter. Hier ist Jared drin. Ich hau mal ab, bevor der Typ uns nochmal wieder über den Weg läuft. Ich finde den nämlich super gruselig. So. Ja, also Sonja ist halt wirklich, dass sie jetzt wirklich Adam sterben lassen wollte, nur für eine Story. Und ich meine, das war ja nicht mal der Anführer. Wir kennen ja mittlerweile so ein bisschen die Beziehungen unter den Brigadeleuten, ne? Oh, wer bist du denn? What took you so long? Ich habe die Zeit komplett vergessen, tut mir leid. Well, anyway, here's a few bucks for your help. Ja, danke schön. Hope she talks about the blue water on her next show. I love Sonya so much. Soll ich? Kann ich auch direkt weiterfahren? Warte mal. Oh, wir können auch direkt weiterfahren. Ja, dann fahren wir direkt weiter. Komm, wir haben ja noch ein bisschen Energie. Und bevor wir da jetzt $25 ausgeben zum Übernachten da. Aber diesmal setzen wir uns ins eigene Auto. Ins eigene. Also ich meine, ich habe die Schlüssel. Also gehört das Auto mir, oder? So funktioniert es doch. So, noch 799 Kilometer bis zur Grenze und mal wieder auf Sonja getroffen. Ja, also Sonja, irgendwie werde ich mit der immer noch nicht warm. Also ich kann Jared schon ein bisschen verstehen, weil das ist wirklich ein unangenehmer Mensch. Also Sonja meine ich jetzt. Ich meine Jared natürlich auch, aber so auf eine gruselige Art und Weise. Aber Sonja ist halt so, oh, so eine arrogante, sorry, Tussi. Ja, mag ich echt nicht so gerne leiden, aber naja, ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge jetzt auf uns zukommt und ob wir es diesmal auch wieder zur Grenze schaffen oder nicht. Müssen wir mal abwarten, mal gucken, wie das so laufen wird. Ich würde jetzt vielleicht mit den nächsten Charakteren ein bisschen Geld sammeln, da unter diesem Stein, dass wir dann mal es auch mal schaffen, mal mit rübergenommen zu werden, ohne dass wir dann fliehen müssen. Ne, das letzte Mal war schon ein bisschen Glück, dass wir das da noch über die Mauer geschafft haben und so weiter und so fort. Ne? Ja, spannend. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.